Wir leben in einer Zeit, in der wir von Rohstoffen abhängig sind. Und das ist das, worauf unsere Gesellschaft gebaut ist. Der Klimawandel ist real. Er wird uns betreffen und noch mehr betreffen in der Zukunft. Und genau hier ist unser Ansatz zu sagen, wenn wir eine zukünftige Welt schaffen wollen, die kohlenstoffneutral ist, dann müssen wir uns eben damit beschäftigen, wie wir CO2 einfangen können. Und CO2 als Rohstoffquelle der Zukunft. Ich bin Tobias Erb. Ich bin hier am Max-Planck-Institut, Direktor. Ich bin Biologe und Chemiker und unser Team versucht, die Photosynthese zu verbessern. Das heißt, unsere Rohstoffe, unsere Nahrungsmittel, all das, was wir im täglichen Gebrauch brauchen, aus CO2 gewinnen zu können. Das wäre nachhaltig, das wäre grün und es würde diesen Planeten, das Ökosystem auch dann auf lange Sicht erhalten. Wenn wir über Technologie nachdenken, sprechen wir momentan über physikalische Technologien, Kohlenstoff einzulagern oder Elektromobilität. Aber wir vergessen sehr oft, dass die Biologie ja ein riesentolles Vorbild ist und schon im Gigatonnenmaßstab CO2 fixiert. Und das jetzt noch mit der synthetischen Biologie nachzubauen, zu verbessern, dass es dann wirklich für uns Menschen nutzbar ist, das ist nochmal ein Ziel. Und ich glaube auch, dass die Biologie eine Technologie des 21. Jahrhunderts sein wird. Ich glaube, was unsere Forschung damals gezeigt hat, ist, dass es tatsächlich möglich ist, einen fundamentalen Prozess der Natur nachzubauen im Labor. Die Software, die Natur verwendet, nochmal ganz neu zu denken, neu zu stricken. Das heißt, viele Experimente, das heißt viel Frustration auch, weil einiges nicht klappt. Das sind Prototypen, die wir bauen, manche explodieren, manche funktionieren einfach nicht. Und dann geht es darum, diese Fehler zu beheben und die nächste Variante zu bauen, die nächste Prototypen zu bauen und sich so langsam dann ranzutasten, dass das System rund robust läuft und CO2 fixiert und umwandelt. Das befriedigt einem auch persönlich tatsächlich, wenn man diesen Fortschritt sieht, wenn man dann auch die Begeisterung sieht von Mitarbeitern, die 3 bis 5 Jahre an einem Problem wirklich dann knabbern und dann der Schritt kommt und es passiert im Labor. Das ist dann wirklich ein Erfolg, den man gar nicht mit Worten bemessen kann.